Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog und ich habe es ja am Ende vom gestrigen Vlog hoffentlich schon eingeblendet. Vielleicht habe ich es auch vergessen, ich weiß nicht, ich habe den Vlog noch nicht geschnitten. Wir machen nämlich heute nicht, wie wir eigentlich gedacht haben, eine Wanderung. Dafür haben wir zu lange geschlafen und das hat alles nicht mehr gepasst und so. Trotzdem ist heute natürlich richtig gutes Wetter, blauer Himmel, keine Wolke. Und deshalb wissen wir jetzt auch noch nicht, ob wir jetzt heute Nachmittag fahren wollen oder heute Nacht um 3, damit wir den Tag noch haben. Aber egal wann wir fahren, muss ich jetzt trotzdem einfach mal anfangen zu packen, denn ich habe hier noch meine komplette Kleidung drin und ihr seht, hier liegt auch noch übelst viel Zeug von mir rum. Das muss ich alles noch heute einpacken. Vorher fliegen wir aber nochmal mit der Drohne, das wollten wir eigentlich ja bei der Wanderung an diesem Gebirgssee da machen. Das hat natürlich jetzt nicht geklappt, aber trotzdem ist heute gutes Wetter und so. Und es macht ja einfach Spaß mit der Drohne zu fliegen, deshalb jetzt nochmal ein paar Drohnenaufnahmen für euch. Ich hoffe, die Drohnenaufnahmen haben euch gefallen, Leute. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht zu fliegen. Wir haben jetzt auch mal die maximale Flughöhe hochgestellt. Die war, glaube ich, nämlich standardmäßig auf 120 Meter eingestellt und wir haben die jetzt mal auf das maximale 500 Meter hochgesetzt. Und ja, ich übertrage hier gerade die Drohnendateien, die Drohnenaufnahmen auf meinen Laptop. Und es sind jetzt auch wieder 10,89, also fast 11 GB Aufnahmen. Das ist immer krass, wie viel Speicherplatz so 4K-Aufnahmen verbrauchen. Und es ist jetzt auch schon genau jetzt fertig. Das heißt, jetzt übertrage ich hier gleich noch die Fotos und dann habe ich das auch schon wieder. Wir fahren, glaube ich, auch jetzt nicht heute Nachmittag, sondern eben eher heute Nacht um 3 oder sowas, damit wir halt morgen Sonntag früh nachmittags in Hamburg ankommen, denn mittlerweile ist es jetzt schon 10 vor 2 und ich habe hier noch nicht mal angefangen zu packen. Also und ja, deshalb packe ich jetzt erstmal meine Sachen. Okay Leute, ich habe alles komplett fertig gepackt. Ich habe hier meinen Koffer, meine beiden Rucksäcke und mein Stativ. Einzige, was ich noch nicht gepackt habe, ist einmal hier mein Lautsprecher, mein Handy, Handy-Ladekabel, Kamera und Mikrofon, was ich gerade in der Hand halte. Sonst habe ich aber alles komplett fertig gepackt und es ist mittlerweile auch schon 17.15 Uhr und draußen ist aber immer noch richtig gutes Wetter. Hier, ihr seht es komplett immer noch blauer Himmel, keine Wolke da und es sind 24 Grad. Und ich sehe es auch die ganze Zeit bei diesen ganzen Snapchat, Instagram Stories in ganz Deutschland, überall richtig, richtig geiles Wetter. Und ja, wir gehen heute Abend noch essen, weil wir haben jetzt auch schon komplett die Küche aufgeräumt und so, damit wir heute Nacht um 3 gut fahren können oder dann noch viel zu machen. Das heißt, wir fahren jetzt in einer Stunde oder eineinhalb Stunden oder was dann noch zum Essen. So Leute, ich gehe jetzt hier gerade noch eine Runde mit dem Hund durch den Wald und ja, beziehungsweise ich gehe gerade aus dem Wald raus und auf die Wiese. Und ja, es ist gerade genau 18.30 Uhr und ich gehe jetzt keine lange Runde, einfach halbe, dreiviertel Stunde so ein bisschen gehen und danach fahren wir dann auch schon direkt zum Essen. Und ich weiß noch gar nicht, wo wir essen gehen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir wieder da kommen. Wäre cool, wenn wir wieder da essen gehen, wo wir gestern auch waren. Denn da hat es erstens richtig, richtig gut geschmeckt. Und zweitens habe ich auf der Karte noch so gefühlt unendlich andere Sachen gesehen, die ich auch gern gegessen hätte. Aber mal sehen, es gibt ja auch noch 10 Milliarden andere Restaurants, wo es auch gut schmeckt. So Leute, das war auf jeden Fall ein offizieller Weg. Ich hoffe jetzt einmal, dass es auf diesem Weg hier weitergeht, denn ich glaube, es wird hier ziemlich matschig und da komme ich mit meinen Schuhen nicht wirklich weit. Ich bin hier zwar im Winter ein paar Mal gegangen, aber da ist der Boden natürlich gefroren und selbst da war es an einigen Stellen relativ matschig und jetzt hier wird es schon schwierig. Ich bin es doch wieder auf dem Rückweg, denn von der Zeit her reicht es jetzt erstmal für den Hund und außerdem sind meine Füße erst halb nass und da vorne wird es dann noch fünfmal so schlammig wie hier. Also mache ich mich jetzt einfach auf den Rückweg. Wir sind wieder zurück, Leute. Es hat auf jeden Fall gut geschmeckt und ja, es ist jetzt mittlerweile 11. Ich gehe jetzt direkt ins Bett, denn wir stehen morgen, glaube ich, um 3 Uhr auf und fahren dann um 4 los oder so. Das heißt, ich habe jetzt noch 4 Stunden Schlaf, wenn ich jetzt ins Bett gehe, aber ich kann ja dann eh noch im Auto schlafen.
Und ja, wir kommen dann um 12 Uhr mittags in Hamburg an. Das heißt, ich habe noch eigentlich den ganzen Tag in Hamburg. Wahrscheinlich würde ich sonst an einem Sonntag auch um 12 Uhr erst aufstehen. Somit ist für mich eigentlich ein ganz normaler, kompletter Sonntag, außer dass ich halt vorher schon vor ein paar Jahren bis nach Hamburg gefahren bin. Falls ihr den Mogging-Tag sehen wollt, könnt ihr jetzt gerne hier drauf klicken und mich abonnieren. Das ist dann auch der letzte Vlog von den Ferien. Wir sehen uns dann hoffentlich im Mogging-Vlog wieder. Ciao.